Danke. Vayamos, compañeros. Alles okay, ja? Hast dich nicht verbrannt? Nein. Danke für die Hilfe. Das hat es echt rausgerissen. So, ich bin komplett out of ammo. Ich habe jetzt hier nur 9 Schuss mit dem Scharfschützengewehr. Damit gewinne ich jetzt hier keinen Blumenstrauß. Achso, warte mal, kann ich mir eigentlich. Ich habe jetzt ein bisschen was gefunden. Il Momente. So, und herstellen. So, Pistolenmunition auf jeden Fall, weil ich hatte auf jeden Fall Power. Wham! Nies, nies, nies. So. Cool. So, Melli, hey, schön, dass du da bist. Und, ihr habt diesmal eine Info? Hm? Hast du eine Info gekriegt? So, okay. Schnell nachladen. Hm, jetzt stehen die draußen ohne Sonne. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Durchrennen. Einfach durchrennen. Die bewegen sich aber nicht, oder? Seltsamer Quader. Oh, schön. Das ist der Schlüssel für das Ding beim Händler. Würde ich jetzt mal so sagen. Ach, die Ratte. Kriegt die gemessert? Ja, kriegen wir. Schön. Hast du jetzt noch irgendwo. Irgendwo noch anders Ratten hier sehen, Benny? Wart jetzt die Einzel? Das ist auch recht düster bei mir eingestellt heute hier. Ich kann das gar nicht so richtig erkennen. Aber hier vorne waren keine, wa? Okay, weiter jetzt. Ah, ja, von Benny. Echt jetzt, ja? über Discord oder was? Wurdest du jetzt bemitteilt? Ja, ich habe Melli vorhin noch eine Direktnachricht über Discord geschrieben. Ah, wunderbar. So, okay. Wollen wir erstmal ein paar andere Sachen noch finden oder? Nö, eigentlich nicht, wir machen erstmal weiter. Erstmal Progress, oder? Progresso. So. Löwenkopf. Kinder. Passt perfekt. Strom sparen. Kassen haben jetzt weniger Watt. Schön. Also nicht schön, aber. Ja. So. Und ich freue mich, ich habe Ashley jetzt wieder mit dabei. Schön, schön, schön. Hallo? Schönster italienischer Marmor hier. Oh, mein Kult. Kult of the Lamp ist schon wieder aktiv hier. Ach du Scheiße. Zeig, wie das, bin ich skeptisch. Da ist auch wieder die Maske. Guck mal, kannst du doch bestimmt einfach so nehmen, ohne irgendwelche. Ja, ja, denke auch. Probleme. Da wird nichts passieren, wa? Da. Bye, bye. So, haben wir denn noch irgendwo welche? So, hier ist noch eine Vase. Nieder mit der Vasen. Hier ist zu, okay. So, ich gehe mal wirklich ganz stark von aus. Ja. Hier wird doch irgendwas gleich passieren hier. Sieg doch, komm. Ja, hier vorne schon ein Hebel ist. Wo ist ein Hebel? Hier. Ja. Das wird hier nicht so bleiben. Mit den Zacken, ich weiß nicht, das finde ich. Da bin ich skeptisch. Sieg, jetzt sind noch irgendwo Gegner, die ich jetzt erstmal beseitigen kann. Also ich sehe zumindest keine. Da hinten ist noch einer. Sniper Steve. Ja, na dann löse ich's aus, wa? Sieht nach Falle aus, lass sie uns auslösen. Komm, hör doch auf, Alter. Ich fürchte, wir haben uns. Wo, wer ist denn wo? Ach, Mist, jetzt. Warum? Ah, echt jetzt? Das ist nicht so gut.
Hör ich irgendwo eine Kettensäge? Nein. Ah, komm on. Wo ist denn... Na sag mal, ist doch mal blöd gemacht. Nein, jetzt sind sie wirklich die Penner, wa? Scheiße. Nein! Oh, komm! So, das lief so gar nicht hier. Das ist doch Käse. Oh, echt jetzt? Ja, wirklich. Na! Das ist doch scheiße. Das ist richtig scheiße. So, kann ich auch mal vor. Hau ab. Jetzt mal kurz hier ein bisschen Distanz. Noch wer? So, bin ich jetzt komplett out of ammo, kann das sein? Ja. Ich freue mich. Das wird super. Das ist doch schau. So, was haben wir hier? Wunderbar, Pistolenmunition. Tja, na dann machen wir mal draus, würde ich sagen, wa? Fuck. Mir geht's gar nicht. Alter. Geht aufs Haus. Oh, scheiße. Shit. Lululululululu. Du bist im Weg! Ach Mann! Wieso lebt denn der Penner immer noch, Alter? Er hat schon 3 Granaten abgekriegt. Was soll denn der Scheiß? Und das kommt immer mehr, Alter. Ich muss den Typen hier oben ausschalten. Entschuldigung, bitte. So, ich glaube, das muss ich nochmal neu anfangen hier. Das wird nichts. Relativ blöde Ausgangsposition jetzt hier gerade. Ach, nachladen. Ja, klar, natürlich. Lass dir Zeit. Schöner und Halsgestochen, während er Ashley trägt. Ja, komm, Alter. Nee, es wird schlecht. Wird ja, komm. So, würde mich wundern, wenn ich das Ding jetzt... Nee, ich habe keinerlei Munition mehr. Das wird hier nichts mehr. Find's auch keine irgendwie um dich rum, ne? Nee, oh, guck mal hier, warte mal, eine Leiter. Ach, guck mal, hier sind die Pinsel. Na, jetzt bin ich sowieso gleich tot. Jetzt ist die Frage, willst du dich nochmal heilen oder? Mm-mm. Oh, okay. Ich würde den Abschnitt nochmal anfangen. Ja, Chat, an alle Believer. Ja. Tja, war nix, aber sah schon nach Falle aus. Irgendwie, wir müssen tatsächlich erst den Typen mit der Villa-Maske runterkriegen. Weil ansonsten wird halt nichts.
Ansonsten wird das nicht. So, okay. Natürlich das Ausschalten der Knilch ist hier auch nicht so viel, also bedingt was hier bracht, sagen wir mal so. Geht doch. Geht doch. So, das, was wir jetzt machen müssten. Wir müssten quasi, wenn wir runtergehen, also wenn die Brücke runtergeht, müssten wir sofort zu der Leiter. Theoretisch müssten wir irgendwie Ashley sagen, bleib mal bitte jetzt hier oben stehen. Kannst du es denn? Nee, leider nicht. Weil sie ist schon in diesem Bleib-zurück-Modus. Achso, okay. Der bringt aber nichts. Gab es nicht in dem ersten Teil eigentlich doch wirklich so einen Modus, wo die einfach so, wo du sie positionieren konntest und sagen konntest, hier bleib da? Ja, da hat er mit ganz nonchalanter Stimme halt gesagt so und dann hat sich irgendwo verpisst. Falls es überhaupt die Möglichkeit gab. Ne? Also jetzt gibt es sie anscheinend hier gerade nicht. Also, warte mal, oh, stopp, warte, ich jetzt einmal probiere. Stimmt. Nice, Alter! Kann ich deine olle Lampe kaputt machen, du Penner? Läuft, würde ich sagen. So, mächtig Tette. So, holt mir die Maske und könnt mir alle mal am Arsch lecken. Was? Was denn? Gott. Schnelles Spiel ausgetrickst. So, Ashley, komm runter. Müsste mal hier kurz ein paar Scheitel ziehen. Gibt der noch? Nee. So. Los, komm. Los, komm. So, wir haben den Ziegenkopf. Kommen die jetzt alle angeschissen? Ja, die kommen alle angeschissen. Ach du Scheiße, okay, die kommen jetzt hier alle angeschissen. Ach, hey. Gut, machen wir was anders. Verpiss dich. Nein! Lass mich in Ruhe! Double Headshot! In Deckung! Hinter mir? Ach man, jetzt. Ja, echt jetzt, ja. Ashley! Oh, ich hab echt erschossen. Ja, das. Das ist jetzt auch blöd. Das ist jetzt nicht so gut. Oh Gott. Okay. Wir haben Ashley erschossen. Das geht also auch. Schön, 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 schön. So, aber wir wissen auf jeden Fall, wie wir jetzt tatsächlich das Spiel ein bisschen austricksen können. So, okay. Mist, jetzt hat er das aktiviert. Ich fürchte, sie haben uns. Nicht so gut. Weg da! So, jetzt kommen hier echt viele Leute angeschissen. So, okay, okay, okay. Kann ich runterspringen? Nein, kann ich nicht. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Ah, das ist aber eine nervige Passage hier, ey. Mann. Okay, durchrennen geht also auch nicht. Wir müssen wirklich die Sache, wir müssen den Typen, bevor der die Brücke unterfährt, müssen wir erledigen. Die Granate muss sitzen. Ja, dann musst du die, glaube ich, also so wie vorhin, vorher irgendwie werfen und dann dahin rennen. Also du kannst ja das so machen, so timen, dass du die wirfst und versuchst, ne, das auszulösen, bevor die Granate explodiert.
Sehr gut. So, Ashley, dann komm mal mit. Docken! Weg da! Was heißt... Hierher! Okay! Zurück! Okay! Ashley, ich wäre dir echt verbunden, wenn du hier nicht... einfach nur sinnlos rumstehst. Oh! Alter! Na, Alter! So, zwei Schuss noch. Focused. Wartet jetzt. Also ich würde behaupten, wenn du den Kopf nimmst, kommt eine neue Welle. Meinst du? Wahrscheinlich. Scheiße. Das wäre nicht so gut, aber wir probieren es. Aber erstmal Vasen zerstören. Pistolenmunition. Oh, Granate, sehr schön. Schwere Granate. Ach, gib mal, tippt noch einen Unterschied. Normale Granate und schwere Granate. So, ja, jetzt wird hier nach einer Motivation für Stevie gefordert im Chat. Den werde ich natürlich komplett nachgehen. Ho, 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 ho. So, okay, also, theoretisch hätten wir's. Gut gelöst. Man könnte also, sich den Spaß machen. Noch, übrigens waren da auch noch Medaillen. Ach, in dem Raum waren Medaillen? Mhm. Nein, hör auf. Ja, ich wollte dir das, während du da gefeitet hast, jetzt nicht unbedingt sagen, aber da waren Medaillen, ja. Pass auf, dann machen wir mal so, ich speichere. Denn nur der speichert, kann auch laden. Beschissener Spruch. So, erstmal hier. Ziegenkopf. Ah, wunderbar. Geht doch nicht über so eine schöne Chimäre. Was hast du denn in deinem Inventar? Sag mal, du hast doch da so ein Cubics Cube, wo du den Dingensbummens einsetzen kannst. Ja, den habe ich vorhin gefunden. Benni. Achso? Okay. Und ich sagte, Mensch, guck mal, ich habe den Schlüssel gefunden. Wo warst du da? Wahrscheinlich gerade woanders. Ah, schön. Okay, wir gucken mal kurz rein. Ich würde nämlich gerne in den Raum auf jeden Fall zurückgehen wollen. So, because... Ach, guck mal hier. Stopp, warte mal. Den müssen wir erstmal drehen. So, wie kann man den so und so und... und so. Und dann... Jetzt haben sich doch meine jahrzehntelange Wimmelbildspielerfahrung ausgenutzt. Schmetterlingslampe, schön. So, und... Oh, nur das Beste vom Besten. Eine feine Selection. So, okay, hier können wir wieder was einsetzen. Wir haben auch... Nein. Wieso denn da? Hier. Hinein damit. Hinein damit. So, ich sehe schon das nächste Upgrade auf uns zukommen. Ich sehe schon das nächste Upgrade. Na dann. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? So. 21.000, 46.000, sehr schön. Wenig. Ich habe immer noch Probleme, mich von Mendes Auge zu trennen. Merke ich gar nicht. Im Teil davor war es halt ein Schlüsselelement irgendwie, das, wo wir jetzt aber schon lange dran vorbei sind. Soll ich's verkaufen, Chat? Soll ich's verkaufen? Sagt mal was. Schreibt mal was. Da sind wir schon dran vorbei? Ja, theoretisch ja. Also faktisch ja. Den hast du gebraucht, um in die Burg reinzukommen. Ah, okay. Ja, dann, also ich würde ja sagen, verkaufen. Verkaufen. Also wenn ihr sagt, verkaufen, Chat, ich möchte von euch was hören. Verkaufen, eins für verkaufen, oder wenn ihr macht kurz eine kleine Mini-Abstimmung. Können wir ja machen hier, genau, warte. Ergebnis anzeigen wollte ich mir nicht. Irgendwas falsch. So, verkaufen. Ja. Nee. So, 2 Minuten, komm.
Nichts dabei, was dir gefällt, Fremder. Und Herr Junge hatte auch recht vorhin. Ich habe die Wette falsch ausgelöst, ausgezahlt. Was? Ja. Oh, hab, no. Wegen der Fragestellung habe ich auf, das, auf den falschen Button geklickt. Ach so. War aber nicht so wild, weil es betraf nur mich. Na, also die Leute quasi ihr Geld bekommen? Ja. Also alle anderen haben ihr Geld bekommen. Eigentlich hätte ich das Geld bekommen, aber ich habe den falschen Button geklickt und dadurch haben jetzt alle anderen halt quasi ihre Auszahlung bekommen. Aber wie gesagt, es betraf halt nur mich. Viel Spaß mit den Coffees, Chat. Ah. Heißt also im Umkehrschluss, der ganze Chat hat an mich geglaubt, ja? Ja, also war 3 zu 1. Namaste. Namaste, sage ich dazu. Vielen Dank, ihr Lieben. So, verkaufen oder nicht verkaufen. Es sind 12.000 Dinge und das nächste Update wartet bist du schon. Bist du zum Umstehen hergekommen? Ja, bin ich. Welchen Verkäufer findet ihr eigentlich cooler? Findet ihr den Händler besser in Teil 4 oder den dicken Duke aus Teil 8 Village? Ich glaube, der wäre hier in 4 besser in Originalstimme. Ich muss doch sagen, ich vermisse auch die Originalstimme von dem Händler irgendwie. Mhm. Also ich fand die halt schon immer geil, so Stranger, Stranger. Deswegen, also das glaube ich, würde es nochmal echt gut machen. Aber, ja. Oh, I buy for high price. Finde ich schön. Ich habe schon überlegt, mir die auf Soundboard zu legen. So, Benni, haben wir eine Tendenz? Haben wir eine Tendenz? Ja, wir haben 3 Stimmen insgesamt und 2 davon sagen, ja, verkaufen. Eine sagt, nö. Tja, wie viel Zeit haben wir noch? Ist gleich vorbei. Okay, ich mag den hier auch nicht. Ich habe ein Duke-Trauma. Ja, den Duke fand ich aber auch irgendwie so ein bisschen... Also, ich mag tatsächlich den Händler ein bisschen lieber. Aber halt auch nur, ne, weil nostalgisch. Fremder! Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. So. Red 9. Und wir tunen das Ding auf. Probier mal, wie sich das anfühlt. Das sind wir nämlich komplett schon. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Habe ich sofort gemerkt. Aber mein Bester, du. So, Spezial-Upgrade ist leider noch nicht. Erhöht die Angriffskraft auf das 1,5-fache. Oh, was wollen wir haben? Solltest du über das Tunen nachdenken. So, Magazingröße ist eigentlich auch eine geile Sache. Ja, hier wenn du Patronen dafür hast, natürlich, ne? Ja, eine Pistolenmunition ist tatsächlich eigentlich immer eine Sache, die du immer sehr schnell findest. Oder eher häufiger findest. Wir haben ja auch noch das Upgrade dran. Am Koffer. Ja, stimmt. Also theoretisch dürften wir davon relativ viel finden. Wie gesagt, in die Shotgun würde ich gar nichts investieren. In das Scharfschützengewehr müssen wir irgendwann investieren, tatsächlich, in die Angriffskraft. Aber ist natürlich auch alle verdammt teuer. Ist verdammt teuer. Noch können wir One-Hitten. Von daher würde ich noch ein bisschen warten. Ja, Messer ist halt so eine Sache, wa? Irgendwie, ach, Haltbarkeit. Zeit ist Geld, Partner. Komm, ja, geh ja schon. Komm back anytime. Okay, gut, wir gehen erstmal nochmal schnell zurück. So, ich hoffe, dass wir jetzt nicht auf Feinde stoßen irgendwie. Das brauche ich jetzt tatsächlich nicht. Mein Oregano ist verschwunden. Das ist ganz gerade viel schlimmer. What? Wo ist es hin? So, hier hinten war irgendwie eine Medaille. Ein Medaillon. Aber ich glaube unten. Unten? Oh, echt jetzt? Ja. Kann ich hier durchschießen? Yes! Super gut. So, ach so, unten in der Brücke ist wahrscheinlich was drin. Aber wir kommen jetzt natürlich so nicht runter, ne? Haben wir nicht das eine Tor? Also die anderen sind doch von links gekommen die ganze Zeit. Kommen wir da nicht mehr durch? Oh, nice. Schön. So, sieht doch ein bisschen friedlich aus. Noch? Ich hoffe, es bleibt so. Oh, eine schöne Kiste. Das ist aber wirklich eine schöne Kiste. Was ist drin? Ein gelber Diamant. Oh, das ist auch gut. Schön. Schießpulver. Oh, ist ein schöner Zierteller.
Kaputt gemacht. So, Bücherstapel, den werden wir wahrscheinlich nicht anfassen können. Okay, weiter geht's. Also es gibt halt tatsächlich so in Resident Evil 4 so ein, zwei wirklich, also anders gesagt, 5, 6, 7 miese Passagen irgendwie, die ich im Original noch in Erinnerung habe. Das war tatsächlich damals keine davon irgendwie. Die haben sie jetzt wirklich ein bisschen angezogen von der Schwierigkeit. Finde ich aber ganz cool. Ich hoffe, es ist für euch jetzt nicht so schlimm, wenn man das jetzt halt einfach 12-mal wiederholen muss, die Szene, ne? Das ging ja jetzt am Ende. Das war doch gut. Das war doch richtig gut gelöscht. Oh, schau mal hier in der Mitte. In der Mitte, in der Mitte, in der Mitte. Haben wir noch Rohstoffe. Und einen schönen Obstteller. So, noch ein paar Träubchen hier für den feinen Herrn, für den Sektenführer. Wunderbar. So, haben wir hier oben noch was? Ja, bestimmt ein paar Vasen wieder. Das? Na, vor allen Dingen, was hat der große Chief bei ihr gehabt hier? Ne? Einen roten Beryl. Sehr schön. So, gut, runterfahren müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr, wa? Haben wir das? Ich denke, wir haben es hier, ne? Jo. Nee, was ist denn das? Was denn? Schrotmunition. Ist die jetzt unten oder ist die oben? Die ist oben, ne? Die wird jetzt oben angezeigt? Ja, dann ist sie oben, genau. Aber da hinten war doch nichts. Oh, echt jetzt? Na gut, was machen wir nicht alle für Munition? Hüpf. So, gucken wir nochmal kurz. Alles klar, Ashley? So, und? Ach, hier oben liegt sie. Das ist aber auch sehr fahrlässig dahin gelegt, muss ich sagen. Sehr fahrlässig. Gut. Dann hätten wir diesen Raum fertig gemacht. Uns fehlen aber doch immer Medaillons, oder? Ja, aber in dem Raum glaube ich nicht mehr. Also wir müssen wahrscheinlich noch zu dem nächsten Kopf. Also wo wir den Kopf finden halt, ne? Doch, hier, guck mal. Wo wir schon waren. Tatsächlich. Da war auch noch ein Medaillon. Oh, das habe ich auch nicht gesehen. Ja. Haben wir nicht gesehen. Sehen wir von hier irgendwas? Was? Lass den Stuhl stehen. Echt nicht. Lass das. Don't do this. So, okay. Unten oder oben? Now that's the question. Okay. Und einer ist da. Und hier müssen wir irgendwie hin. Wie kommen wir denn da hin? Also hier haben wir ein Stück Treppenteil. Aber da kommen wir noch nicht ran. Von hier scheint es aber auch keinen Gang zu geben. Okay. Na gut. Oh, warte, stopp. Hier war auch noch ein Schatz. Okay. Ein silberner Jeton. C'est bon, c'est bon. Jeton, Jeton. Sag mal, wenn ich Sachen zerstöre mit dem Messer, zieht mir das Messer, also zieht das Lebenskraft vom Messer ab? Oh, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. So, lass es dem Heinrich hier mal eben. Ha! Das, ne, sieht erstmal nicht so aus, wa? Nö. So, kann ich denn Ashley jetzt hier hochwuppeln? Nee, kann man nicht. Wie krieg ich Ashley jetzt da hoch? Wie kommen wir da hoch? Da ist ein Relief an der Wand. Ja. Ach, hier ist noch eine Tür. Hier ist noch eine Tür, Benny. Ja. Ohne Ratte. So, Meister Splinter, komm schnell her. Hammer. Ah, hier ist mir nicht wohl. Hier ist mir nicht wohl, Benny. It's a trap. It's a trap. Geh mal rein, wa? Ganz heute. Ja. So. Das Ding liegt hinter uns. Wir kommen noch nicht ran. Wir müssen erstmal irgendwas aktivieren. Oder sonst irgendwas machen. Ein Speisesaal. Was können wir denn hier machen? Essen? Hier? Nee, danke. Hinsetzen. Oder? Was? Was ist denn das jetzt? Wieso? Warum?
Hey. Ah, nee, warte mal. Ach, wir müssen uns später hinsetzen, wahrscheinlich. Ah, okay. Oh nein. Okay, gut. Also einer von uns. Beide müssen sitzen. Na denn. Hey, läuten wir mal Marcys Glöckchen. Hast du eigentlich solche Einsätze? ja. Allerdings habe ich meist nicht so eine nette Begleitung. Ist das ein Kompliment? Was wird das hier? Das überlasse ich dir. Was wird denn das jetzt? Wir müssen was übersehen. Hm. Ja, das hatte viel Schönes. Oh Gott. Müssen wir uns überall hinsetzen und klingeln? Oh Gott, hier sind überall Glocken. Gibt's dafür eine Reihenfolge, wie du welche Glocke läuten sollst? Das, also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, irgendwie, dass sie in einem gewissen Rhythmus oder in einer gewissen Reihenfolge geklickt werden müssen. Aber, oh, grünes Kraut, rot. Aber in welcher? Das ist halt die Frage. Warte mal, die Bilder. Hier waren hier Bilder irgendwie? Können wir das... Ah, hier, guck mal. Der König und die Königin. Also anscheinend liegen hier liegen zwei Messer. Da muss sie sitzen und wir müssen da sitzen, wo das Brötchen und drei Messer sind. Würde ich jetzt mal so interpretieren. Freakshow, hallo. Schöne Grüße. Freakshow, grüß dich. Danke, dass du das erstmal gechattet hast hier. Schön, dass du da bist. Willkommen bei Resident Evil 4. Dem Remake. So, also hier ist es nicht. So, wo ist das goldene Besteck? Das sieht mir nicht nach goldenem Besteck aus, irgendwie. Hier, warte mal. Hier muss ich sitzen. Hier ist das goldene Besteck. Nee, ist auch nicht golden. Es glänzt nur golden. Nee, du musst gegenüber davon sitzen. Da ist, ich glaube, das goldene wird nicht richtig dargestellt. Aber du brauchst das Brötchen irgendwie auf der einen Seite und diese Weinpulle. Na denn? Du musst da sitzen, aber sie muss noch woanders sitzen, da wo nichts ist irgendwie. Also, nee, da nicht. Nee, genau, gegenüber. Da, warte mal, was hat sie denn? Sie hat nichts auf dem Teller vorne, ein Glas. Und zwei Messer und Gabel hier. Genau. Also hier steht ein Glas. Aber das sind drei Messer. Ich glaube, vorne an dem Tisch, wo sie schon sitzt, also in der Reihe. Hier. Jetzt. Oh. Nee, hier ist das Brötchen. Dann ist das hier. Setz dich. Alles klar. Genau. So, und wir snacken uns hier vorne ein Brötchen rein und dann gucken wir mal. Und sitze? Na denn, ring the bell. Das sieht ganz gut aus, Benny. Scheint, wir lagen richtig. Hurray! Nice Tag Team Action. Sehr gut. Schlangenkurve.